Babu-bi-bub, ich habe dein Rezept geschrieben. Was geht ab, ihr ganz schön? Willkommen zu einer Folge Pete's Meat kocht, eurem Lifestyle-Kochformat hier auf YouTube. Und heute hat uns die zweite Reihe was zusammengestellt. Und das ist halt wirklich strange. Und zwar durfte jeder von denen eine Zutat nennen. Und ChatGPT sollte daraus dann anschließend ein Rezept machen für zwei Personen. Und folgende Personen haben folgendes genommen. Hier. Blattspinat kommt von Ben. Blödsinn. Blattspinat kommt von Basti. Dann möchte Ben eine Banane. B wie Ben und B wie Banane. Das ist jetzt Ben. Daniel aka Gethra, Buchweizen. Domi hat uns vorgegeben Paniermehl. Also ich habe das Problem ist, ich habe Semmelbrösel oder Panko-Paniermehl. Dann nehme ich, glaube ich, lieber die Semmelbrösel. Jules möchte Pfifferlinge. Hätte ich auch gerne gehabt. Ich habe aber leider nur Champignons an der Stelle bekommen. Gab's nicht. Einer meiner Favorites. Lena hat bunte Zuckerstreusel vorgegeben. Und die haben wir natürlich noch zu Hause. In Form von Einhörnern. Dann Haferflocken. Was sonst von Luca? Ja. Martin musste wieder mit irgendeinem Quatsch um die Ecke kommen, den ich so noch nie gesehen habe, aber grüner Pfeffer, eingelegt, handverlesen. Dann haben wir noch von Roman veganen Reibekäse, habe ich noch nie zuvor gegessen. Ich habe einmal veganen Käse gegessen vor ein paar Jahren, der schmeckt ja echt scheiße. Ja, und wie hätte es anders sein sollen, Sven hat gesagt, Kartoffeln. Andi hat Absinth aufgeschrieben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keinen hochprozentigen, also richtig hochprozentigen Alkohol nehmen. Deswegen soll jeder sich einfach irgendeinen Alkohol seines Vertrauens nehmen, was er möchte. Das ist letztendlich bei mir schon träge geworden. Oh, nom, 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 lecker Weinbrand. Es klingt doof, es wird doof. Das wird aber, glaube ich, auch lustig. Mal gucken, vielleicht wird es ja doch was. Als erstes in einem Sieb geben und unter kaltem Wasser abspülen. Machen wir das? Bist du eine halbe Tasse? Na, noch nicht ganz. Okay, jetzt ist es definitiv eine halbe Tasse. Die werden ja viel dunkler. Krass. Holy shit, Freunde. Das ist ja fast so, als würde Wasser Sachen nass machen. Also ich sag mal serious, wie das ist, ja. Wer Buchweizen schon durch ein Sieb wäscht, klingt für mich schon echt ausgedacht. Zusammen mit Wasser, einer Prise Salz, Haferflocken und Absinth. Das ist wohl ein Essen. Das ist ja gar nichts. Luca, ich weiß nicht, wie das kalorientechnisch hier heute mit dem Gericht ist, aber kannst du ja mal sagen. Also zumindest, wenn man die Schokostreusel und so weglässt, dann könnte es vielleicht sogar gar nicht so verkehrt sein. Ein Esslöffel Tequila für dich. Ja, egal. Ein Esslöffel für dich und ein Esslöffel für den Sepp. Voll in den Rachen gezogen, die Scheiße. Ups, der ist genauso alt wie manche unserer Zuschauer. Alles gut mixen, bis ein glatter Teig entsteht. Also ich bin mir nicht sicher, ob hier jemals ein Teig draus wird. Nein. Das ist nicht nur nicht hart, das gar nichts ist das. Was soll denn das für ein Teig sein, Alter? Das ist ja nur Wasser. Also jetzt ernsthaft, was soll denn das für ein glatter Teig sein? Alter, der Alkoholgeruch, holy shit. Ich werde jetzt einfach hier so ein bisschen so das abgeben, dich wieder hier reingeben. Also ich weiß nicht, wie daraus ein Teig werden soll. Also ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich nicht einfach sage, ich gebe auf. Was soll denn das werden? Das ist einfach nur, wie als ob ich aus einem Milchshake versuche, einen Pfannkuchen zu machen. Das ist halt komplett flüssig. Das ist doch kein Teig. Oh, riecht das scheiße. Die gespülten Weizenkörner zusammen mit Wasser, da alles gut mixen, bis ein glatter Teig entsteht. Muss man die nicht erst kochen? Und hier steht drauf, Buchweizen in salzgesalztes kochendes Wasser legen. Aber das Wasser wird da keinen Sinn machen, wenn ich die vorher koche. Bei schwacher Hitze köcheln lassen. Oh, vielleicht muss man die da drin köcheln lassen. Das macht natürlich Sinn. Schmeckt denn das? Pfannkuchenteig ist sowieso mal etwas flüssiger, also das ist okay. Ich würde sagen, das ist jetzt ein Teig. Das muss jetzt ein bisschen quellen, 15 Minuten. Soll das jetzt chillen? Also alles gut. Jetzt wie jetzt auch nicht so das Awesomeste vom Awesomigen, um es jetzt mal so zu formulieren. So, und wir können jetzt dann ja schon mal, während das Ganze ruht, hier zu unserem nächsten Aktionspunkt übergehen. Wir müssen nämlich die Füllung machen. Für die Füllung brauchen wir einmal,
Nee, egal. Okay, also in der Zwischenzeit habe ich die Kartoffeln klein gemacht und die Pfifferlinge. Die sollten in Scheiben geschnitten werden, aber wie man Pfifferlinge in Scheiben schneidet, ich habe die grob gehackt. Ich glaube, es wird heute Abend wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass ich mir ein richtig geiles Eis reinsnacke und dann einfach traurig in der Ecke weine und den Löffel, weil das wieder mal, also das ist ja, was ist denn das? Die gewürfelten Kartoffeln anbraten, bis sie goldbraun sind, okay. So, so, so. So, während dann unsere Kartoffelscheibchen anbraten, können wir ja schon mal uns den Pfifferlingen widmen. Nicht wenden, widmen. So, dann kommt dazu die Pfifferlinge hinzufügen. Oh, gehören Pfifferlinge nicht auch zu den Sachen, die echt gut geputzt werden müssen, weil die sonst so knirschen? Hab ja gelernt, irgendwo, ich weiß gar nicht wo, man soll Champignons immer, oder weiß ich gar nicht, ob es Champignons sind oder ob das generell Pilze sind, nicht mit Wasser sauber machen, sondern abbürsten. Ich finde Pfifferlinge immer doof. Ich mag einfach Champignons. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich zu einer Pommesbude gehen kann, um mir Pommes zu holen, ne? Okay, Pfifferlinge einfach klein geschnitten. Sind die jetzt voll dreckig? Muss ich die jetzt abwaschen? Sind die sauber? Das google ich jetzt. Wieso Eierschwammerl nicht waschen? Was? Die heißen Eierschwammerl? Ja, kann ich essen. Ein bisschen Dreck reinigt den Magen. So, fertig. Keine Ahnung, wie man Pfifferlinge vorbereitet. Darf ich mir nicht in den Finger schneiden, sonst ist es nicht mehr vegan, ne? Jo, da ist wirklich Gras durch den Pfifferling durchgewachsen. Okay, man muss die nicht waschen. Das wäre auch beim Waschen nicht weggegangen. Okay, die sind teilweise definitiv verschimmelt. Ja, wieder Gras. Okay, ich hab's verstanden. Ich hätte sie waschen sollen. Nichts passiert. So, die Pfifferlinge habe ich auch schon drin. Die sind auch schon an dem Braten. Ich brauche jetzt noch einen Löffel gehackte grüne Pfefferkörner. Ich habe noch nie grünen Pfeffer eingelegt probiert. Das werde ich jetzt mal machen. Ist denn ein so ein Pfefferding wirklich so krass, als würde ich mir jetzt ein Pfefferkorn reinziehen? Also ein Esslöffel, das ist doch alles. Ein Esslöffel? Was? Was ist das so? Wir brauchen gehackte grüne Pfefferkörner. Keine Ahnung, wie man die hackt, weil die sind ja halt schon klein. Gehackte, das ist doch dumm. Nehmen wir mal einen Esslöffel davon. Das ist doch nicht alles. So viele? Ach toll, die kann man ja richtig genial hacken. Die kann man ja genius hacken. Nun gut, probieren wir mal so ein eingelegtes grünes Pfefferding. Das ist actually nicht so bad. Es ist ein bisschen scharf, ne, weil es ist immer noch Pfeffer. Eingelegt ist eigentlich ganz okay. Nimmt man jetzt nicht so krass wahr. Es geht in die Richtung von Gewürzgurken, aber ist immer noch Lichtjahre davon entfernt. Ja, brutal, Alter. Eingelegter grüner Pfeffer, Martin. Da würde mich ja mal interessieren, was da die Geschichte hinter ist. Ich will da gar nicht so viel mit, ehrlich gesagt, mit Pfeffer würzen, weil wir haben schon super viel Pfeffer. Deswegen mache ich da nur Salz rein. Das ist gar nicht so einfach, die einzelnen Pfefferkörnchen hier zu erwischen. Du musst ja vielleicht noch die Banane schneiden. Das können wir jetzt schon mal machen. Steht jetzt natürlich auch nicht wie dick. Ich versuche die einfach halbwegs. Okay, das ist nicht ganz gleichmäßig. So, damit müsste ich alles vorbereitet. Heilige Scheiße, was passiert denn damit? Das sind ja nur die Tropfen. Das wird ja richtig zäh. Krass. Okay, Blattspinat und Unterrühren zusammenfallen lassen. Okay, dann kommt jetzt zwei Hände Blattspinat. Möchtest du probieren? Sammy möchte auch probieren, ja. Das ist der Plan. Ich gebe einfach Sammy das Essen. Okay, Zeit für die Pilze. Und dann den grünen Pfeffer und den Reibekäse drin. Ganz ehrlich, bei veganem Reibekäse bin ich aktuell so, dass ich Simply mag und alle anderen nicht. So, Käseersatzprodukt, damit keine Milch benutzt werden muss. Das ist nicht komplett scheiße. So, zwei Esslöffel, eins. Ja, ein bisschen mehr Käse schadet nicht, ne? Und ein bisschen eine cremige Füllung entsteht. Ich weiß nicht, wie hier eine cremige Füllung aussehen soll, aber mit cremig wird das nachher nichts zu tun haben. Wie soll bitte daraus eine cremige Füllung entstehen? Die wird da nie draus entstehen. Also cremig, eine Füllung auf jeden Fall. Nicht die Bananen essen, die werden gleich richtig geil flambiert mit Chantre. Du kannst die nicht jetzt alle aufessen. Ja. Wir haben auch Unterstützung bekommen von der Außenlinie. Kommentiert Nina jetzt noch mit. Wollte ich mal gucken, was du da machst? Ja, blöden Klebescheiß an meinem Pfannenwender dran machen. Also aktuell würde ich sagen, dass diese Pfanne hier mit dem Spinat und Pfefferknoblauch und so weiter eigentlich so das Geilste ist. Pilzen, Kartoffeln,
Das hier ist irgendwie strange. Ich habe keine Ahnung, ob das wird. Aber wir haben jetzt hier sowas wie, ein Omelette. Das ist jetzt auch mehr oder weniger ein Klumpen geworden. Und ich würde auch versuchen, den in einem Klumpen hier rauszuschütteln. Boah, mega. Aber hier kommen wir nicht auf, wir kommen hier nicht auf Pfannkuchenniveau. Nina, mit dem Kommentar, der ist so groß, den kannst du jetzt doch klappen, oder? Nina, der, wenn fertig gebacken ist. Da wird nichts backen. Weißt du, was das wird? Das wird einfach nur ein Haufen Scheiße. Okay, es bleibt zumindest alles an einer Stelle. Das ist schon mal schön. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, das wird nichts. Das bricht ja. Oh oh. Oh nein. Ja, ich würde sagen, der erste Pfannkuchen ist gut. Och Mann. In der Mitte scheint die Beschichtung leider nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Deswegen zerfällt mir hier gerade alles. Ja, scheiße. Ach, guck mal, es geht ja sogar noch. Das funktioniert nicht. Kann man das überhaupt essen? Ich glaube, der muss noch vorher kochen oder so. Riesenpfannkuchen muss ja jetzt auch irgendwann gewendet werden, ne? Dafür habe ich meinen Giga-Pfannenwender rausgeholt, der direkt schon hier aufzeigt, wo die Problemstellen sind. Doch nicht? Als ob das funktioniert. Hopp! Nein! Ja, 10 von 10. Wow, ich wollte mich gerade freuen. Aber den kriege ich niemals zu einem Pfannkuchen. Also was ich jetzt halt machen kann, und das werde ich jetzt halt auch tun, ist dann halt quasi hier so einen auslegen. So. 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 Okay, das sieht gut aus. Bananenscheiben in einer Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten. Bis die leicht ankaramellisiert sind. Und dann fackeln wir die mit Absinth an. Wie lange dauert denn das, bis die so anfangen zu karamellisieren? Oh, die sehen auch richtig gut aus. Oh mein Gott, das werden so geile Bananos. Bananochanos. Banano ist in Cavanos. Oh ja, sehr gut. Die Bananen verlieren leider komplett an Zeug. Deswegen löschen wir das jetzt nochmal mit einem guten Schuss Metaxa ab. Machen wir ein Experiment. Kann Wodka brennen? Mal Licht aus, damit wir hier was sehen. Und dann kommt mit einem Hauch Tequila und einem Feuerzeug. Das wird niemals funktionieren, aber ist okay. Vielleicht brennt jetzt auch meine Küche, aber das wäre es mir wert. Und anbrennen. Jetzt versagst du. Jetzt geht das Feuerzeug nicht, Alter. Willst du mich verarschen? Wodka brennt nicht! Ich hab dich doch vorher getestet! Wow, richtig Feuerball! Richtig Feuerball! Habt ihr das gesehen? Das war ein Feuerball! Versuchen das zu flambieren. Wow, es brennt! Es brennt! Wie geil! Gibt's hier noch Feuerball? Oh mein Gott, das war ja richtig nice. Ey, nochmal, oder? Nein, nein, ist gut. Oh, man sieht es. Ja, Feuer in the kitchen. Der Alkohol muss da jetzt halt wegbrennen. Wird gleich von alleine einfach wieder auf, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ja, so, das ist es geworden, meine Freunde. Also, Ich hatte wirklich gehofft, dass es was Essbares wird. Aber aktuell würde ich sagen, diese Hoffnung ist verloren. Et voilà. Wir versuchen jetzt unser Topping so 1:1 da drauf zu schieben, wie das von Anfang an geplant war. Schwierig, weil der Käse sich verbunden hat mit dem Teller. So. KI wird zumindest so schnell Köche nicht übernehmen. Was ein Schrott, Alter. Also wenn man sich das jetzt noch irgendwie... Nee, das kann man sich auch... Also da versuche ich jetzt auch gar nicht... Also vielleicht reißen die bunten Streusel es raus. Mmh, und zu guter Letzt. Noch bunte, schöne Zuckerstreusel. Okay, das ist der Satz mit X. War wohl nix. Ich habe noch die Zuckerdinger über den Blob gemacht. In anderen Ländern wird das verwendet, um Leute zu foltern wahrscheinlich. Sieht aus wie hingekackt. Aber dann sind die schönen Glitzerchen. Und jetzt probieren wir mal. Das hat mich ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Probieren wir mal den Pfannkuchen. Geht aber actually klar.
Schmeckt ein bisschen muffig. Knusprig. Die sind okay. Also, sind wirklich okay. Hab das Salz vergessen. Der schmeckt richtig beschissen. Aber vielleicht hätte sich mit Salz ja auch noch was ergeben. Oh, der schmeckt richtig beschissen. Scheiße. Bah, bah, boah, der Pfannkuchen ist eklig. Boah. Okay. Also, die Waffel schmeckt scheiße, aber nicht so scheiße, wie ich dachte. Also, unabhängig davon, dass man Buchweizen halt essen kann, ist das halt so, als wenn man gerade rohen. Als wenn man einfach Reis essen würde, ohne alles. Nehmen wir mal die Pilz-Spinat-Käse-Nummer, die wird wahrscheinlich schmecken. Mhm. Nach anfänglichem Hate ist es gar nicht so kacke geworden. Also ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ja, nehmen wir mal hier so ein Hapsi mit allem, ne? Also den Buchweizen mit der Mische hier kann man nicht geben. Ist okay. Also ich habe auch nichts gegen Buchweizen. Also da kann man bestimmt richtig coole Sachen mitmachen, aber nicht das. Da ist ein bisschen Zucker, Spinat. Das ist wie Sushi. Egal wo man drauf beißt oder je nachdem wo man drauf beißt, der Geschmack kommt dran rüber. Da war das Pfefferkörnerchen. Hoi, hoi, hoi. Aua. Okay, fürs Kaugefühl sind die Verzierungen nicht so geil. Manchmal den Zucker, den Spinat. Ach, Pfeffer, Mann. Oh, der Pfeffer, der. Oh. Boah. Boah, der Pfeffer, der zwiebelt ja rein. Aua. 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 Klar, die Zuckerstreusel sind Quatsch und die Banane irgendwie auch, aber das drumherum geht halt klar. Geschmacklich hat das Geschmack, aber geil schmeckt das nicht. Okay, das ist dann doch überraschend enttäuschend. Das funktioniert absolut überhaupt nicht. Holy shit, diese Konsistenz der Zuckerstreusel, dann diese Banane, dann diese wahnsinnige Pfeffrigkeit der Füllung. Das funktioniert überhaupt nicht. Holy shit. Boah, ist das erste Mal, dass ich was ausspucke bei Pilz mit Kocht? Ach so, dich wollte ich zuerst fragen. Wie fandst du es denn? Ich muss sagen, die Füllung fand ich lecker. Wirklich gut. Ja. Ich glaube, mit einer anderen Konsistenz wäre das ganze Gericht auch wirklich ganz gut gewesen. Aber so, wie ich es gegessen habe, würde ich 6 Punkte geben. Krass. Das ist viel. Ich glaube, eine 4 von 10 wird dem gerecht. Also es hat mich im Nachhinein dann doch überrascht. Im Nachhinein hat es mich doch überrascht. Gerade so die Banane ist wirklich nice. Und auch die Kartoffeln und die Pfifferlinge sind echt ganz gut. Mit dem Spinat, so diese Füllung ist ganz geil. Und so schlimm ist der Pfannkuchen jetzt auch nicht geworden. Ja, das ist einfach widerlich. Es tut mir leid. Das ist eine 1 für mich. Ich bin schockiert, ehrlicherweise. Weil ich habe damit gerechnet, dass es mein Abendessen ist. Aber das ist ja überhaupt nicht. Das hat nicht funktioniert. Oh Mann. Es ist eine 1. Es tut mir leid. Ich hoffe, bei den anderen hat das besser geklappt. Also die Banane habe ich gegessen, da war einfach nur Matsche mit irgendwie viel zu viel Whisky. Ach so, ja, die Banane fand ich auch nicht gut. Die war schrecklich, die hast du gehabt, da habe ich nur ein Löffelchen von gegessen. Ja, die Füllung war ganz okay. Ich würde den grünen Pfeffer durch vielleicht Zwiebeln ersetzen. Mhm. Dann hast du auch eigentlich eine Kartoffelpfanne, ne? Also dann brauchst du auch nicht mehr. Den ganzen Buchweizenkram, nee, auf gar keinen Fall ever wieder. Die Banane war nix. Insgesamt leider, obwohl die Füllung eigentlich echt okay war, eine 4 von 10. Ich würde dem tatsächlich so was wie eine 7,5 geben. 7,5 trifft es, glaube ich, ganz. 7. Machen wir 7, weil da die Zuckerstreusel drin sind. Und die Banane, die passen nicht so geil. Die Zuckerperlen-Banane braucht keine Sau. 2 von 10. Kompletter Bullshit. Kein Bock mehr. Danke 2-3 für nix an der Stelle. Wirklich, ja? Aber so all in all. Da musst du besser gucken. Du hast mich gerade angerülpst. Bram, was sind denn deine letzten Worte? Ansonsten gebe ich jetzt hier ab zu Bram. Nee.